Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Grötsch, Sie haben vorhin in Ihrer Antwort auf die Frau Kollegin Renner die Mitzi-Automatik angesprochen. Da haben Sie sich in der Tat von der Expertenanhörung belehren lassen und sie aus Ihrem Gesetzentwurf genommen. Aber dennoch muss man sagen, ist das neue BKA-Gesetz das Ende des polizeilichen Datenschutzes, wie wir ihn kannten. Denn ob mit oder ohne Mitzi-Automatik, der zentrale Grundsatz der Zweckbindung, Herr de Maizière, von Informationen und Daten wird in pauschaler Weise aufgehoben. Und das wissen Sie auch. Und die Neuverknüpfung von Daten kommt auch einer Neuerhebung gleich. Und deswegen spielt das schon eine große Rolle. Und die verfassungsrechtlichen Risiken, die Sie damit in Kauf nehmen, die damit verbunden sind, ich kann es offen gestanden nicht nachvollziehen, denn das Einzige, was Sie damit erreichen, ist ein Klageabo in Karlsruhe, anstatt bekannte Probleme im Rahmen der bestehenden Systeme zu lösen. Anstatt also massenweise alles Mögliche zu speichern, wäre es viel besser, valide Informationen möglichst zeitnah und möglichst gründlich auszuwerten. Das zeigen auch die Sachverhalte, mit denen wir es in der Vergangenheit zu tun haben, hatten. Denn Sie wissen auch ganz genau, dass Polizeiarbeit immer dann besonders erfolgreich ist, wenn sie spezifisch ist. Und spezifische und zielgerichtete Polizeiarbeit hat auch kein Datenschutzproblem. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil zum BKA-Gesetz viele bestehende Befugnisse beanstandet und einen engen Entscheidungskorridor definiert. Und mit Ihrem Gesetzentwurf schrammen Sie permanent an der rechten Leitplanke dieses Korridors entlang. Und das, was nach Einschätzung des Gerichts so gerade eben noch verfassungsrechtlich zulässig wäre, haben Sie dann per Copy and Paste direkt ins Gesetz geschrieben. Copy and Paste ist aber nicht nur schlechter gesetzgeberischer Stil. Sie verkennen damit auch Ihre Aufgabe, für die Verhältnismäßigkeit im weiteren Sinne zu sorgen, so wie Sie es gerade gesagt haben, Herr de Maizière, nicht minimalinvasiv, sondern Sie gehen richtig in die Vollen. Und unser Entschließungsantrag macht diese Versäumnisse auch noch einmal deutlich. Durch die Neustrukturierung der Datenbanken beim BKA betreiben Sie eine unverhältnismäßig weite Speicherung und die auch noch auf Vorrat, ohne dass in einem einzigen Fall belegt wäre, dass eine solche Neustrukturierung tatsächlich zur Verbrechensverhütung beiträgt. Und eine Regelung zu Staatstrojanern, die nicht mindestens auch die technischen Anforderungen an die Software klar definiert, lässt nicht einmal den Versuch erkennen, dass Sie sich mit den verfassungsrechtlichen Vorgaben beschäftigt haben. Doch auch der kriminalistische Nutzen eingriffsintensiver Maßnahmen wurde im Rahmen dieses Entwurfs nicht hinreichend berücksichtigt. Und das sehen wir am Beispiel der Fußfessel. Die Fußfessel ist als Maßnahme zur Überwachung von Gefährdern schlicht ungeeignet, selbst dann, wenn die Überwachung ausnahmsweise mal nicht verdeckt erfolgen soll. Sie ist ein reines Placebo. Und selbst das BKA sagt uns das ja eindeutig, ja, auch in seiner internen Einschätzung, die wir alle kennen, dass die Fußfessel so ziemlich das Letzte ist, was Gefährder daran hindert, Anschläge zu begehen. Und die Fußfessel zur polizeilichen Überwachung von Gefährdern, ich rede jetzt nicht von der Fußfessel im Maßregelvollzug, ja, sondern die polizeirechtliche Fußfessel, so wie sie hier im BKA-Gesetz vorgesehen ist, die gibt es nirgendwo sonst auf der Welt. Das ist absolutes Neuland, so wie Sie bei der Union vielleicht sagen würden. Sie planen hier einen groß angelegten Feldversuch, ein riesiges Experiment am offenen Herzen der öffentlichen Sicherheit. Mir wäre es an dieser Stelle lieber, Sie würden endlich mal konkrete Schlüsse aus dem Fall Anis Amri ziehen, der übrigens niemals ein Kandidat für die Fußfessel gewesen wäre. Liebe Kolleginnen und Kollegen, neben all den verfassungsrechtlichen Fragen macht mich ein Aspekt aber wirklich betroffen. Und für uns alle steht die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger ganz oben auf der Agenda. Und deshalb, ja, haben Sie etwa Zweifel daran, dass wir uns nicht um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sorgen? Ja, das möchte ich aber gerne mal, dass Sie das hier laut sagen. Und deshalb ist es wirklich keine gute Politik. Es ist keine gute Politik im Sinne der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger, die Polizei und die Sicherheitsbehörden mit Gesetzen im Regen stehen zu lassen, deren Nutzen fragwürdig ist und die am Ende in Karlsruhe wieder eingesammelt werden. Damit ist niemandem gedient, weder der Polizei noch der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Mehr Sorgfalt in der Beratung und mehr Präzision in der Ausgestaltung wäre dringend angebracht. All das lassen Sie leider vermissen. Und dazu kommt, die bereits bestehenden gesetzlichen Möglichkeiten, sowohl repressiv als auch präventiv, wurden in bestimmten Fällen überhaupt nicht ausgeschöpft.
Der Fall Amri ist so ein trauriges Beispiel. Und für diese Defizite gibt es klare Belege. Wenden Sie die bestehenden Gesetze an, anstatt immer neue Gesetze zu schaffen, die letztlich sowieso wieder in Karlsruhe landen und damit wirklich niemandem weiterhelfen. Vielen Dank, Frau Kollegin. Das Wort hat jetzt Stefan Meyer von der CDU-CSU-Fraktion.